Wir verlangen diese Woche ein Bekenntnis des Südtiroler Landtages. Wir Freiheitliche sehen das Wasser und die Wasserkraft in unserem Land als Teil des Allgemeingutes. Und wir fragen wirklich den Südtiroler Landtag, ob die anderen Parteien das auch so sehen, denn wenn ja, dann sind jetzt zwei Dinge zu tun. Zum einen muss kurzfristig den Südtiroler Haushalten geholfen werden, aber auch der Wirtschaft. Das heißt, die Landesregierung muss eingreifen, entweder den Strombonus aktivieren, den sie uns seit Jahren verspricht, oder andere Formen suchen, zusammen mit den Stromproduzenten, um jetzt aktiv und schnell eingreifen zu können. Das andere und der für uns sehr wesentliche Aspekt ist der Aufbau eines eigenen Südtiroler Energienetzwerkes. Das heißt, wir möchten, so wie es die kleinen Genossenschaften bereits tun, auf genossenschaftlicher Basis die Südtiroler Energieproduktion zu sammeln, vereinen und gemeinsam auftreten. Denn nur so gelingt es uns, auch die Tarife selbst gestalten zu können im eigenen Land. Die Alberia-Verwalter sind nicht dazu da, die Gewinne auf Kosten der Südtiroler zu maximieren, sondern um faire Preise zu verwirklichen. Und wenn wir uns zurückerinnern, dann war es die Dürrenwalder SVP, die 2008 in den Wahlkampf gegangen ist und versprochen hat, die Kaufkraft zu stärken. Dann war es die Kompatscher SVP, die 2013, 2018 damit in den Wahlkampf gegangen ist, einen billigen Strom für die Südtiroler zu verwirklichen. Und jetzt im Jahre 2022 stellen wir fest, dass die Südtiroler so geschrüpft sind wie noch nie. Es ist höchst an der Zeit, dass die Südtiroler Volkspartei nun endlich das große Wahlversprechen von 2018 einlöst, nämlich den groß angekündigten Strombonus umsetzt. Vielen Corona-gebeutelten Familien wäre gerade jetzt in dieser Zeit sehr geholfen. Die hohen Energiepreise sind auch ein Problem für unsere Unternehmen im Land, vor allem für das produzierende Gewerbe und die Handwerksbetriebe. Wir hatten jetzt schon das Problem mit der Inflation, Problem mit Corona, mit den Maßnahmen und jetzt kommen auch noch die hohen Energiepreise dazu. Die Landesregierung muss den Handlungsspielraum ausnutzen und alle Maßnahmen, die in Südtirol gegen diese Preissteigerungen möglich sind, beschließen.